So, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Nico Rehmann. Ich bin Team Ambassador von der Ambassador Community Content Management und freue mich, dass Sie heute alle hier sind und hier seid und dass wir gemeinsam über ein spannendes Thema sprechen, weil ich habe heute jemanden bei, das ist der Robert Katzmann von Koyo. Robert, bist du da? Jawohl. So, ja, moin moin in die Runde. Freue mich dabei zu sein. Guten Morgen. Hallo Robert, von wo bist du uns denn zugeschaltet? Aus dem schönen Hamburg bin ich zugeschaltet. In Hamburg. Wie ist das Wetter heute? Eher typisch hamburgerisch oder scheint die Sonne? Eher typisch hamburgerisch ist Dezember. Nee, keine Sonne, keine Chance. Ich habe nur gehört, dass in Hamburg häufig eben sehr diesig ist und neblig und sowas. Ich bin ja nicht so oft in Hamburg. Aber als jetzt mal in Hamburg war das Wetter, auch bei Xing, da war das Wetter hervorragend. Also es war Sonne ohne Ende, war richtig schön. Hat wirklich Spaß gemacht. Ja, wir reden heute über das Thema, wie mache ich ein Social Intranet erfolgreich? Robert, warum ist das für dich ein Thema? Ehrlicherweise, weil ich meinen Lebensunterhalt damit natürlich verdiene. Das heißt, ich arbeite bei der Firma Koyo, einer der größten Social-Internet-Anbieter. Da kommt diese Frage natürlich auch im Daily Business relativ häufig vor. Ja, warum sollen wir das machen? Wie gehen wir das am besten an? Und daher hat es für mich natürlich eine hohe Wichtigkeit. Plus, ich bin auf vielen solcher Veranstaltungen schon unterwegs gewesen. Dieses ganze Thema Kommunikation ist ehrlicherweise auch ein persönliches Hobby von mir, wo ich relativ großes Interesse auch hege und mich freue, da heute die eine oder andere Story zu erzählen und Erfahrungen zu teilen. Sehr schön, da sind wir auch schon gespannt. Und den größten Redeanteil wirst du heute haben, Robert. Da freue ich mich auch schon drauf. Da, vielleicht, ich werde auch nur noch eine weitere Folie zeigen für alle Teilnehmenden, die vielleicht mit GoToWebinar noch nicht so gearbeitet haben. Ihr habt da auf der rechten Seite so einen Panel und dort kann man auch Fragen stellen. Und diese Fragen kommen sozusagen bei mir an. Ich sammle diese Fragen und werde es dann auch dem Robert im Nachgang auch stellen. Wenn ganz dringende Fragen sind und ich es auch sehe, dann stelle ich die auch gerne währenddessen. Also dürfen auch gerne währenddessen gestellt werden. Ich kann es nur nicht versprechen, dass ich es immer gleich einbinden kann, aber ich kann versprechen, dass wir sie auf jeden Fall beantworten werden im Rahmen des Vortrags. Gut, da würde ich auch sagen, Robert, ich übergebe dann auch schon gleich die Rechte an dich. Jetzt der erste Teil, wo haben wir dich denn? Jetzt Teilnehmer, ja, mache ich dich zum Moderator. Moderator ernennen. So, Gut, das sieht und gut jetzt solltest du aus. gleich die Präsentation starten können. Jawohl, das ist geschehen und ich werde das auch direkt gleich für alle einmal vergrößern. Und jetzt sehe ich niemanden mehr. Ich hoffe aber, alle sehen noch mich und sehen auch unsere Präsentation. Alles gut zu sehen. Alles gut zu sehen. Das ist schön. Ja, dann legen wir mal los. Unser großes Thema heute: Wie mache ich ein Social Intranet erfolgreich? Da habe ich verschiedene, ja, Einzelbereiche mitgebracht. Einmal vor so einem Projekt, dann während des Projekts und einmal nach dem Projekt. Da werden wir uns ja, verschiedene Bereiche anschauen. Was aber vorher vielleicht auch schon interessant ist, ist, worum geht es denn überhaupt bei Social Internet Projekten? Wie unterscheiden sich denn auch von anderen Projektarten? Denn eins kann man hier feststellen, bei einer Einführung von einem Tool, das ist eigentlich der kleinste Part im Bereich Social Internet. Und der viel größere Part, der eben auch den Erfolg dann langfristig sicherstellen, soll, der lässt sich in drei, ja, Themen eingliedern. Einmal, wir müssen ein neues Verständnis erstmal vielleicht für uns selber schaffen, aber auch im Unternehmen für modernes Arbeiten. Möglicherweise kommen wir aus einer Richtung, wo Sie auf eine Top-Down-Kommunikation gewöhnt sind. Man sagt vielleicht, ja, wir kommen ein bisschen aus der traditionellen Ecke. Ja, also dieses ganze transparente, offene Kommunikation, jeder darf Inhalte teilen, das ist natürlich für viele Unternehmen auch noch neu. Und dafür muss man natürlich Verständnis schaffen, das Ganze vermitteln auch ins Team, und auch in die Reihen der Mitarbeitenden.
dann sollte für ein solches großes Projekt, wo ja langfristig auch ja, ziemlich viel Culture Change mit dranhängt, jeder mit einbezogen werden. Das ist ganz wichtig. Das kann schon in der Planung passieren. Ganz wichtig aber natürlich dann beim Rollout. Ja, es kommt immer noch manchmal die Frage auf, ja, machen wir das nur für bestimmte Mitarbeitende? Gruppen, das ist in der Regel eine eher schlechte Idee, sondern wenn man ein solches Projekt angreift, dann geht es wirklich darum, eine Heimat für alle zu schaffen und dann eben auch wirklich jeden Einzelnen mit einzubeziehen, egal ob er jetzt in der Verwaltung arbeitet oder unterm X ist oder eher aus dem Bereich Blue-Collar-Worker kommt. Das ist einfach ganz wichtig, dass hier eine große Plattform geschaffen wird. Und überhaupt der Einsatz von Social Media am Arbeitsplatz, also vielleicht auch das mit Einbeziehen von sozialen Netzwerken, Absprungpunkte schaffen, auch im Intranet nach außen und zurück. Das ist ein relativ wichtiges Thema. Und überhaupt auch mit Multimedia zu arbeiten, denn auch das ist tatsächlich noch nicht so häufig im Einsatz. Wenn wir über traditionelle Intranets sprechen, das ist häufig sehr textlastig oder eher auch schwierig, Multimedia mit einzubinden. Und das spielt auch eine immer größere Rolle, weil das natürlich die Art und Weise ist, wie man mittlerweile Inhalte konsumiert. Ja, wenn wir so ein bisschen aufs Privatleben schauen, ich glaube, die wenigsten, die lesen sich am Smartphone schnell noch lange Texte durch, sondern man kennt Bilder, man kennt Videos, man kennt Podcasts und das, was ich aus dem Privatleben kenne, das soll sich oder das überträgt sich auch jetzt immer mehr in die Arbeitswelt. Warum ist es überhaupt wichtig, dass wir uns diesem großen Thema annehmen, Employee Communications? Warum ist das ein Thema? Ehrlicherweise ist da in den letzten 2 Jahren aus gegebenen Anlässen relativ viel passiert. Vorher wurde das eher stiefmütterlich behandelt. Aber es ist einfach so, dass die interne Kommunikation der Treiber ist für Kultur. Und Kultur ist im Endeffekt das, was den Laden zusammenhält, salopp gesagt. Eben auch in schwierigen Zeiten. Und wir können zumindest aus unserer Erfahrung sprechen, Unternehmen, die sich schon vor einigen Jahren mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, die jetzt schon auf oder da auch schon auf moderne Tools gesetzt haben, für die war dieser ja doch recht rabiate Change, den wir jetzt erlebt haben, deutlich einfacher umzusetzen, weil hier eben Kultur auch digital weitergelebt werden kann und auch jeder von unterwegs oder von zu Hause aus zusammenarbeiten kann. Häufig stellen wir fest, es gibt auch nach wie vor noch Wissenssilos im Unternehmen. Viele Abteilungen kochen ihr eigenes Süppchen oder auch in Teams gibt es sehr unterschiedlich aktuelle Dokumente, die sind auf einzelnen Laufwerken gespeichert. Das ist jetzt so das Worst-Case-Szenario, aber das passiert regelmäßig noch und wir wollen ganz klar dahin, Wissen im Unternehmen für alle verfügbar zu machen. Das macht euch und sie dann langfristig natürlich auch schlagkräftig. Das ist vielleicht auch ein ganz wichtiges Thema. Komme ich gleich nochmal mehr drauf zu sprechen. Wir wollen dem natürlichen, ja, Kommunikationsbedürfnis der Mitarbeitenden ja, gerecht werden, denn jeder teilt sich gerne mit, jeder möchte sich mitteilen, jeder möchte gerne auch Feedback geben und mitgestalten. Die einen natürlich mehr, die anderen ein bisschen weniger, das passiert. Aber ich glaube, es ist erstmal ein menschliches Grundbedürfnis und je besser man sich diesem annimmt, umso zufriedener sind die Leute natürlich auch. Und ja, wenn man zufrieden ist, dann arbeitet man, glaube ich, auch ja, engagierter, besser und spielt natürlich dann auch langfristig für den Unternehmenserfolg eine Rolle. Und den vierten Punkt, den habe ich eigentlich jetzt auch schon so ein bisschen vorweggenommen. Wir müssen hier auf jeden Fall alle mit einbeziehen. Wenn ich hier wieder irgendwo zwei Welten schaffe, die es oft ja noch gibt, zum Beispiel Produktion versus Verwaltung, man kennt sich kaum, ja, man hat auch eigentlich keinen wirklichen Kommunikationspfad, besonders wenn man eben viel mit hybriden Arbeiten jetzt sich die Arbeitstage gestalten muss, wird das sehr schwierig. Das heißt, wenn man so ein Tool anfasst, dann sollte das immer für alle sein. Was ist überhaupt in der Kommunikation passiert? So in den letzten 10 Jahren bis 2010, da war das statische Intranet vorherrschend. Es gab eine Dokumentenablage, es gab auch mal Unternehmensinfos, häufig aus HR gepflegt, Jubiläen und ähnliches, und auch mal eine Weihnachtsfeier, die kommuniziert wurde. Aber es war eben sehr, sehr wenig interaktiv, sehr wenig dynamisch und viele können vielleicht ein Lied davon singen, zumindest ist das, was wir hören. Man hat sowas, aber es wird eigentlich nicht genutzt. Es ist halt da und wird sporadisch gepflegt und die Pflege ist auch umständlich und normalerweise könnte man sich das sparen. Jetzt steht hier bis 2010, ehrlicherweise, es ist nach wie vor fast sogar die Regel, würde ich sagen, dass wir eine solche Infrastruktur haben bei unseren Interessenten auch, die sich jetzt eben
auch durch Covid-19 getrieben, eher mit dem Thema interne Kommunikation, Social Intranet, moderne Kommunikationsplattform auseinandersetzt. Was wir auch beobachten können, ist, dass überhaupt die interne Kommunikation einen ganz neuen Stellenwert bekommen hat. Zu Recht, ja, lange vernachlässigt, auch unglaublich unterschätzter Bereich im Unternehmen. Mittlerweile haben sicherlich viele festgestellt, oh, das ist ja wirklich strategisch wichtig, was ich hier habe. Und es bestimmt auch ganz bedeutend meinen Unternehmenserfolg in der Zukunft mit. Denn ich denke, auch das haben schon viele erlebt. Auch der War for Talent wird immer schwieriger. Wir müssen gute Talente an Land ziehen. Wir müssen Mitarbeitende auch halten. Das ist ganz wichtig. Besonders oder einige Branchen sind da ganz besonders betroffen. Und hier spielt die interne Kommunikation eine Rolle. Denn wenn ich Leuten wichtige Infos schnell zuteilen kann, wenn sich Leute mitteilen können, wenn ich meine Kultur, meine Kommunikation offen ausrichte und mich an den Wünschen und Bedürfnissen meiner Mitarbeitenden orientieren kann, dann stehe ich natürlich auch als Arbeitgeber besser da und erhöhe auch meine Chancen auf dem Markt. Stichwort Employer Branding. Ganz wichtige Rolle, die die interne Kommunikation hier auch spielt, ist, dass sie quasi die Brücke zwischen den Mitarbeitenden und der Geschäftsleitung bilden sollte und auch die Geschäftsleitung schulen sollte, denn auch ganz wichtig für solch einen Projekterfolg ist natürlich, dass es von oben gelebt wird und dass da entsprechende Vorbilder sich natürlich auch bilden für die Mitarbeiter. So viel zum Vorwort, warum es überhaupt ein wichtiges Thema ist. Schauen wir uns einmal die Agenda an, was wir heute gemeinsam geplant haben. Ich werde ein paar Sachen zu Poyo erzählen. Das soll gar nicht zu lang werden, aber es ist ja vielleicht interessant, warum können wir denn heute hier überhaupt berichten? Warum glauben wir, dass wir hier auch wichtige Erfahrungen teilen können? Dann schauen wir uns an, was passiert eigentlich, bevor ich mich für einen Intranet-Tool für den Softwareanbieter entscheide. Wie kann ich mich hier schon gut aufstellen? Dann haben wir den, ich glaube, heute wichtigsten Part, das ist der eigentliche Prozess. Ja, also wir haben diese Auswahl abgeschlossen, wir haben uns den Anbieter ausgesucht und was machen wir jetzt damit? Ja, wie fahren wir jetzt vor, um hier schon den Erfolg zu sichern, bevor das Ganze live geht? Das wird auch heute wahrscheinlich den größten Part dieser Präsentation mit einnehmen. Dann kommen wir zum Rollout. Wir haben es erfolgreich beendet. Wie können wir jetzt einen erfolgreichen Rollout, erfolgreichen Launch sicherstellen? Und damit haben wir so eigentlich schon den großen Themenbereich für heute abgeschlossen und werden dann aber nochmal für alle, die sagen, ich weiß nicht, ob wir das kulturell schon stemmen können. Wir fühlen uns vielleicht noch nicht bereit. Auch darauf wollen wir nochmal kurz eingehen, was man denn da machen kann. Denn ehrlicherweise, der Trend ist nicht aufzuhalten. Und früher oder später muss sich einfach jedes Unternehmen mit dieser Thematik auseinandersetzen. Das Ganze kann unterstützt werden. Auch dazu sage ich ein bisschen was am Ende. Und dann finden Sie nochmal unsere Kontaktdaten wieder. Verlieren wir also keine Zeit, relativ viel Content heute, aber ich habe mir sagen lassen, das können wir auch gerne im Nachgang nochmal zusenden. Und wir sind natürlich auch jederzeit Ansprechpartner, ansprechbar, Nico und ich, falls es da noch Rückfragen gibt oder man in das ein oder andere Thema detaillierter einsteigen möchte. Koyo, das sind wir. Uns gibt es seit 10 Jahren, einer der führenden Anbieter im Bereich Social Intranet, von ehemals 2 Personen auf nun mehr als 250, knapp 300 Leute angewachsen. Und unsere Heimat ganz klar bisher im Dachbereich gewesen. Nun kürzlich durch den Zusammenschluss mit anderen Unternehmen wachsen wir auch international sehr, sehr stark und bringen natürlich diverse Erfahrungen mit von mehr als 600 Kunden, von vielen, vielen Interessenten, mit denen wir sprechen. Ganz wichtig aus allen Branchen, also egal, ob das Pflege ist, ob das Logistik ist, ob das der kommunale Bereich ist, all das fließt natürlich so ein bisschen in unser Daily Business ein und auch die Anforderungen aus verschiedenen Unternehmensgrößen. Also egal, ob ihr jetzt 100 Leute seid oder eine Deutsche Bahn mit 300.000, von allen können wir so ein bisschen berichten und ich glaube, deswegen bin ich auch heute ganz gut gewappnet, um euch und Ihnen hier ein bisschen was über das Thema, wie mache ich ein Social Internet erfolgreich, zu erzählen. Kommen wir zum Anfang. Was passiert denn eigentlich, bevor ich mich für ein Tool entscheide? Denn häufig ist das schon eine eher unkonkrete Phase und das kann man natürlich schon in geordnete Bahnen lenken, damit man später weniger Hürden in diesem Prozess erlebt.
Zusammenstellung des Kernteams ist schon ein spannender Punkt. Das klappt ehrlicherweise nicht immer, beziehungsweise es ist nicht immer der erste Schritt. Der erste Schritt ist oft, dass man einen Verfechter findet im Unternehmen und der oder diejenige sich mit dem Thema auseinandersetzt, weil es persönliches Interesse auch ist, weil man vielleicht auch Probleme sieht. Das ist häufig auch unsere Form der ersten Kontaktaufnahme. Und es wäre dann aber ein relativ schneller Schritt auch zu gehen und zu sagen, hey, wen möchte ich denn hier noch mit einbeziehen? Wer soll mein Kernteam sein für dieses Projekt? Wen möchte ich da konsultieren? Das Ganze muss natürlich irgendwo dokumentiert werden. Das heißt, das sind dann, ist glaube ich logisch, dass man Kommunikationskanäle bespricht, wo diese Dokumentation stattfinden soll und wie und wann man sich austauschen möchte dazu. Art und Ort der Zusammenarbeit wird mittlerweile so ein bisschen von außen bestimmt. Das heißt, das Ganze wird eher remote geschehen. Ich glaube, die Vielzahl der Unternehmen hat aber eine Lösung auch wie Teams oder Ähnliches im Einsatz, sodass das in der Regel nicht mehr das große Problem darstellt. Und was auch interessant ist, auch ganz oft am Anfang noch nicht vorhanden, ist ein Projekt im Zeitplan. Das liegt auch daran, dass es nicht immer unternehmensgetrieben ist, sondern teilweise von Einzelpersonen, die das Ganze dann im Unternehmen erst präsentieren und freigeben lassen. Aber man kann sich natürlich schon damit auseinandersetzen, wann möchte ich evaluieren, wann möchte ich mir Demos anschauen, was ist vielleicht auch ein geplantes oder erhofftes Go-Live-Datum, wann möchte ich denn starten? Und dann kann ich von diesem Datum aus zurückrechnen, wann muss ich was als Zwischenschritt erledigen. Hier haben wir das Ganze noch ein bisschen detaillierter. Ich kann nicht zu jedem Punkt ganz viel erzählen, sonst wird es hinten raus eng mit der Zeit. Aber schauen wir uns einmal die vier großen Bereiche an. Analyse der bestehenden Unternehmenskultur, Vision und Mission der Internetstrategie. Was will ich denn überhaupt erreichen? Das ist ehrlicherweise eine Frage, die man sich nicht häufig genug stellt. Ein gutes Stakeholder-Management, auch dazu werde ich gleich was erzählen, und auch ein bisschen User-Research, Projektmarketing betreiben, die Leute einbinden. Schauen wir auf die Unternehmenskultur. Man kennt häufig ganz gut seinen Ist-Zustand. Man braucht in irgendeiner Form auch Bereitschaft für einen Wandel. Der muss aber nicht umfassend sein. Viele haben immer noch Angst davor, die komplette Kultur umzuschmeißen. Das passiert in der Regel nicht. Ja, nichtsdestotrotz macht es immer Sinn, sich moderner aufzustellen, wenn man eben ja so ein Tool noch nicht im Einsatz hat. Dann kann man sich vorstellen, okay, was will ich mit dem Tool denn strategisch erreichen? Was soll der Sollzustand sein? Hier geht es nicht um Features, sondern hier geht es darum, alle zu erreichen zum Beispiel. Orts- und zeitunabhängig Infos einstellen zu können. Mich selbst in der internen Kommunikationsabteilung zu entlasten, indem ich nicht alle Inhalte selber pflegen muss, sondern dass es vielleicht auch andere Abteilungen für ihre Bereiche im Social Intranet selbst tun können. Dafür sind diese Produkte heutzutage alle ja, sehr, sehr nutzerfreundlich gestaltet, nicht nur auf User-Ebene, sondern auch auf der Redaktionsebene. Dann schaue ich auf die Vision und auf die Mission der Intranet-Strategie. Man merkt auch, wahrscheinlich während des Vortrags, manche Sachen fließen hier ineinander über. Ich brauche ein Zielbild. Das ist also nicht nur dieses kulturelle Thema, was wir gerade kurz beleuchtet haben, sondern auch meine Tool-Infrastruktur. Die nächste Folie wird dazu nochmal interessant werden. Ganz häufiger Stolperstein ist, wir haben viele Tools im Einsatz, was nutzen für was? Ja, also es gibt irgendwie Schmerzpunkte, wir wollen die auch lösen, aber wir müssen schon schauen, wie gehen wir das denn am besten an und welches Tool können wir hier strategisch sinnvoll einsetzen. Und am Ende muss ich diese Leitfäden, die ich mir hier gesetzt habe, natürlich auch Einheiten, das heißt, ich brauche einen Plan, ich brauche auch eine Art Roadmap, an der ich mich eben langhangeln kann, um hier schon ja keine Zeit zu verlieren und auch Hürden vielleicht schon zu nehmen, die ich lieber nicht später im Prozess nehmen möchte. Und da kommen wir schon zum nächsten Punkt, nämlich die Identifizierung der Stakeholder. Gerade wenn Sie allein so ein Projekt vor der Brust haben oder sagen, ich beschäftige mich jetzt mit dem Thema, das kriegen wir schon durch, ist es wichtig, dass man nicht übersieht, wen man noch abholen muss. Und da kennen wir einen Case ganz gut. Das Projekt ist schon voll im Gange. Ja, man hat sich viele Sachen schon angeschaut. Man ist im Go, man möchte das irgendwo der Geschäftsleitung auch präsentieren. Und dann hebt aber der Betriebsrat die Hand und sagt, ey, Moment mal, was habt ihr denn geplant? Das schauen wir uns erstmal an. Das ist so ein Klassiker. Das heißt, frühzeitig schauen, wer ist hier mit im Boot, die Leute mit abholen, kategorisieren, wer sind Unterstützer, wer sind vielleicht auch eher, ich sag mal, Hürden oder Leute, die auch vielleicht noch mal eine Rückfrage haben könnten, Kollegen, Kolleginnen, aus dem Datenschutz zum Beispiel. Das heißt, solche Themen nicht auf die lange Bank schieben, sondern gern schon frühzeitig im Prozess klären, um es eben später für alle
ja, smoother zu machen und einfacher zu machen. Und dann läuft es auch nach Ihren persönlichen Vorstellungen. Multiplikatoren kann ich ebenfalls hier schon mit einbeziehen. Da spreche ich über Mitarbeitende, über Abteilungsleiter, ja, über Standortleiterinnen etc. Ich habe vorhin gesagt, wir brauchen Vorbilder. Und das sind unsere Vorbilder, die wir hier mit ins Boot holen müssen, die das Ganze eben dann auch in kleinere Teams kommunizieren können, das Ganze vorstellen können. Das ist deutlich einfacher, als wenn Sie mehreren hundert Mitarbeitenden das irgendwie remote erklären müssen. Das heißt, da die entsprechenden Unterstützer schon frühzeitig ausfindig machen. Und dann kann ich natürlich auch ja, Mitarbeiterumfragen durchführen. Und hier ist aber eine Sache interessant, auf die wir später nochmal mit eingehen werden. Und zwar, dass Sie vielleicht auch zweifelnde Stimmen hören. Also ich habe schon Rückmeldungen teilweise bekommen, wo dann frühzeitig gesagt wurde, nee, das möchte ich nicht, das nutzen wir eh nicht, wir haben sowieso schon so viel zu tun, etc. Das ist auch alles legitim. Man muss hier aber feststellen, okay, was ist denn ein wichtiger Einwand, dem ich mich annehmen muss? Und was ist vielleicht eine Mitarbeitendengruppe, die salopp gesagt einfach keine Lust hat auf was Neues? Denn auch das gibt's und das haben wir auch alles schon live erlebt und wie man damit umgeht, werden wir zum Ende hin auch nochmal drauf eingehen. Wichtig ist aber frühzeitig die Leute informieren, mit einbinden, wird dann auch in der nächsten Projektphase, nämlich wenn man sich einmal entschieden hat, eine sehr große Rolle spielen. Gehen wir einmal weiter und schauen uns an, was haben wir überhaupt für eine Kommunikationsstruktur im Unternehmen? Die sieht häufig so aus. Ich habe eine Ad-Hoc-Kommunikation im Team. Das findet häufig über spezialisierte Tools statt, wie eben Microsoft Teams, GoToWebinar, Slack, Zoom etc. Da gibt es viele. Da findet die Kommunikation statt, die unmittelbar erfolgt, die vielleicht zu Projekten erfolgt, die auch in Echtzeit oder eben synchron erfolgen muss. Dann gibt es operative Kommunikation, Richtlinien, Wissen ablegen, Prozesse dokumentieren, Corporate News in Echtzeit ausspielen und das Ganze sehen wir dann im Intranet. Genauso wie die Organisationskommunikation, wo wir dann auch auf einzelne Abteilungen kommen, die vielleicht mit einzelnen Nachrichten, Unterlagen etc. auch bespielt werden möchten und wo ich das Ganze dann im Endeffekt auch auswerten möchte, um eben festzustellen, ist es ein erfolgreiches Projekt oder ist es nicht? Wie performen denn welche Abteilungen, welche Bereiche im Intranet, was wird häufig gelesen etc. pp. Auch das ist Intranet-Thema. Und dann gibt es das Thema öffentliche Kommunikation, Public Relations etc., eigene Website, Webauftritt und so weiter und so fort. Und das ist oft ein Stolperstein, wenn man sagt, hey, wir haben jetzt das Intranet, aber was machen wir denn jetzt damit? Wo kommunizieren wir denn was? Wo sind vielleicht Nachrichten abgelegt, die auch längerfristig gültig sind, wie zum Beispiel Wissen, Wiki-Artikel etc. oder auch eine langfristige Dokumentation eines Projekts? Wo habe ich Ad-Hoc-Kommunikation? Das eben häufig in spezialisierten Tools. Und wo kommunizieren meine Abteilungen? Und sowas muss frühzeitig auch mit ja in die richtigen Bahnen gelenkt werden, damit am Ende der Mitarbeiter nicht dasteht und sagt, hey, Momentchen mal, jetzt gibt mir noch ein Tool, was mache ich denn damit? Dafür gibt es auch die Möglichkeit, andere ja, Arbeitslandschaften zu integrieren, wie M365, Google Workspace machen wir, machen viele andere, ist auch hier ein immer wichtigeres Thema. Und die Rolle des Intranets soll in dem Fall sein, ich bin das Einstiegstor, ich bin der Single Point of Truth. Von dem Intranet aus kann ich auf alles andere zugreifen, was wichtig ist und finde da vielleicht auch nochmal genau diese Struktur und die Erklärung zu dieser Struktur wieder. Und das wäre so zumindest schnell zusammengefasst der Punkt, ja, was machen wir überhaupt vor der Tool-Auswahl beziehungsweise was ist auf dem Weg dahin wichtig? Ich glaube, was heute mit am wichtigsten ist, ist vielleicht sogar das, was wir uns jetzt anschauen. Nämlich, wir haben das Tool ausgewählt und jetzt müssen wir das Ganze aufbauen. Und natürlich ist man jetzt auch ein gewisses Risiko eingegangen, denn jetzt muss es zum Erfolg werden. Vorher konnten wir es noch aufschieben, aber jetzt muss es natürlich erfolgreich sein. Und da habe ich einen interessanten Satz gefunden. Und zwar, es ist leichter für die Menschen, einen großen Wandel zu durchlaufen als einen kleinen. Der ist deswegen sehr spannend, weil die Vorstellung, die viele haben, genau das Gegenteil ist. Das heißt, viele Unternehmen, die uns begegnen, die sagen, Kultur, Thema, offene Kommunikation, nee, sehen wir bei uns gar nicht, ganz schwer, das auch umzusetzen, aber neues Tool, modern, ja, App brauchen wir auch, sieht man oft als die kleinere Herausforderung. Ist aber genau umgekehrt.
Das heißt, wenn man einmal wirklich sein Tool implementiert hat, dann wird man feststellen, oder werden Sie und ihr werdet feststellen, durch diese neue Handlungsoption, die ich allen gegeben habe, durch diesen Rahmen, den ich erstmal geschaffen habe für eine neue Art der Kommunikation, folgt das andere mehr oder minder, ist ein wichtiger Aspekt, automatisch. Das heißt, hier werden die ersten anfangen und merken, okay, wir haben ja eher eine Duzkultur im Intranet. Man sieht sich da nicht. Ja, auch das überträgt sich dann vielleicht ins richtige Leben, sage ich jetzt mal. Und das ist schon so der erste kleine Anfang. Wir haben eine transparente Kommunikation. Wir kriegen mit, dass ganz viele Leute uns helfen können auf einmal, wenn wir eine Frage in die große Runde stellen. All das merkt man dann beim Ausprobieren. Das kommt relativ schnell. Allein dadurch, dass ich eben diese Option gegeben habe, folgt ganz häufig auch die Kultur darauf und ist langfristig gesehen doch eher der kleinere Aspekt. Was aber Probleme bereitet, das ist, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wenn ich jetzt weiß, ich muss irgendwie ein neues Tool benutzen, dann fühlt sich das für viele erstmal gar nicht so gut an. Wenn die sagen, ich komme doch mit E-Mail super klar. Warum soll ich mir jetzt hier die App installieren? Warum soll ich jetzt hier diese Website aufrufen? Sieht doch super unübersichtlich aus. Ja? Also diese kleinen Zweifel, die sind oft die größte Herausforderung und da muss man die Leute eben gut hinführen. Deswegen auch eben der längere Passus in Richtung Toolstrategie, Aufstellung in der Infrastruktur. Das ist nicht zu unterschätzen. Schauen wir einmal weiter, was mache ich denn während meines Intranet-Prozesses neben der Content-Erstellung? Content-Erstellung kommt gleich. Aber was ist wichtig, damit das Ganze erfolgreich wird? Gibt es die Strategie zu sagen, wir bauen uns das perfekte Intranet auf, genau wie wir uns das vorstellen, und am Go-Live-Tag schalten wir es für alle frei und sagen, hey, hier, das ist das neue Intranet, viel Spaß. Das ist der eher nicht so empfehlenswerte Weg. Das heißt, dann wird man genau das erleben, dass viele sagen, nee, ist neu, Veränderung tut immer so ein bisschen weh, mache ich nicht auf. Und Leute, die sie in der ersten Woche nicht abgeholt haben, die werden sie auch schwerlich dann in der zweiten abholen und in den Wochen danach. Was ich also machen kann, ich habe ja eine gewisse Prozessdauer auch für diesen Aufbau, sagen wir einfach mal 3 Monate. Dass ich ab Tag 1 das Ganze nach außen kommuniziere. Dass ich also ab Tag 1 sage, liebe Mitarbeitende, wir planen ein neues Intranet, es wird richtig cool, hier sind erste Screenshots, lasst gerne eure Wünsche mit einfließen, teilt uns vielleicht einen Intranet-Namen mit, ja, also kann man so kleine Umfragen starten, aber dass man einfach von Tag 1 an das Ganze nach außen kommuniziert, Feedback sich einholt, auch mitteilt, dass es ein Gemeinschaftsprojekt werden soll, dass es ja etwas werden soll, was auch langfristig durch die Community lebt, das macht durchaus Sinn. Das schafft natürlich auch Neugier und es gibt auch frühzeitig Orientierung. Und jeden Meilenstein dazwischen, den sollte ich einfach nach außen kommunizieren, mitgeben, so dass auch dieser Go-Live-Tag keine Überraschung ist, sondern dass frühzeitig alle sich darauf freuen können. Und auch diesen Go-Live-Termin, den muss ich strategisch ein bisschen planen. Das kann einmal das Datum sein, das ist was Einprägsames. 2.2.22 haben wir nächstes Jahr zum Beispiel. Oder ist es Heiligabend? Will ich einen Adventskalender? Oder ist das der Ferienbeginn, sodass jeder sich in Ruhe damit schon mal einfinden kann, dass ich vielleicht in den Ferien auch eher, sagen wir, privatere Dinge kommuniziere? Also, was sind Tipps für die Ferienzeit? Was sind jetzt Urlaubsreisen, die sich anbieten? Sind jetzt gerade nur wilde Ideen, ja, aber das sind so Möglichkeiten, um einfach einen sanften Start hinzulegen und die Leute nicht zu überfordern am ersten Tag. Und wenn ich das mache, freuen sich alle auf den Go-Live-Termin und wissen, hey, cool, ich habe richtig Bock, wann kann ich mir das denn jetzt runterladen? Und das wäre der richtige Weg, den man da gehen kann oder gehen sollte. Das war der strategische oder eher der Kulturaspekt. Jetzt geht es natürlich auch darum, wie baue ich mir das denn sinnvoll auf? Und da gibt es wieder 4 große Bereiche. Einmal die Architektur, dann brauche ich ein Redaktionskonzept, dann kann ich Rollen und Rechte festlegen und dann habe ich nochmal so ein bisschen das Thema Datenschutz und Implementierung in meine bestehende Infrastruktur. Schauen wir auf die Struktur. Wie soll das Ganze aussehen? Wie ist es auch attraktiv für meine Mitarbeitenden? Wie ist es übersichtlich gehalten? Welche Inhalte möchte ich direkt auf Startseiten anpinnen? Ja, es muss einfach von der ersten Sekunde an muss es überzeugen, wenn ich mir das aufrufe und ich merke nach 10 Sekunden, ich finde mich irgendwie nicht zurecht, dann wird es auch hier wieder eine große Schwierigkeit sein, die Leute im Nachgang abzuholen. Ja, also es gibt immer nur eine Chance für den ersten Eindruck.
Dann geht es um die Funktionen, die ich einbinden möchte. Das Motto viel hilft viel ist jetzt hier nicht unbedingt angebracht, sondern ist tatsächlich eine Strategie zu sagen, wir machen einen schlanken Go-Live. Ja, also wir schaffen eine Plattform, die noch gar nicht über diesen vollen Funktionskatalog verfügt, sondern die sich vielleicht eher erstmal auf einen bestimmten Aspekt der internen Kommunikation beschränkt. Das ist in der Regel ist es dann die Top-Down-Kommunikation, dass man einfach News ausspielen kann an alle Mitarbeitenden, das auch direkt zielgruppengesteuert. Dass vielleicht andere Funktionen wie, ich sage jetzt mal, Zusammenarbeit im Intranet, private Austauschräume und ähnliches in einem zweiten Schritt erst stattfinden. Was ja mindestens zwei positive Effekte hat. Der eine ist, ich überfordere niemanden, es ist schlank, es ist schnell verstanden und ich nutze das weiter und ich kann mich in die Mechanik dieses neuen Tools ja, einfach reinfinden und das Ganze antasten. Und der zweite große Vorteil ist, es verschafft Ihnen nochmal neue Marketingaspekte. Denn wenn man sowas launcht, dann ist es mit dem Launch allein nicht getan. Man möchte das ja vielleicht auch weiter moderieren. Besonders am Anfang macht es natürlich Sinn, auch da weitere Meilensteine zu kommunizieren. Erste User-Anmeldung, erste User, etc. Da gibt es ganz viele Ideen. Kommen wir gleich nochmal drauf. Und ein Aspekt könnte auch sein, dass man sagt, hey Leute, bald habt ihr hier noch digitale Austauschräume. Wir arbeiten gerade auf Hochtouren daran und wir schalten euch das wahrscheinlich in einem Monat frei. Freut euch schon mal. Also einfach dadurch, dass ich eine Funktion vorenthalten habe, schaffe ich mir ja eine neue Neugier und kann das Ganze auch länger mit dem internen Marketing begleiten. Kommen wir zum Redaktions-Content-Konzept. Man hat bei diesen modernen Tools die Möglichkeit, das Ganze auf mehrere Schultern zu verteilen und zu dezentralisieren. Das heißt, es muss nicht alles aus dem Marketing gesteuert sein, kann aber natürlich überwacht sein durch das Marketing oder durch den Intranet-Beauftragten. Aber die Möglichkeit, Content zu erstellen, die haben vielleicht auch weitere User. Und da können Sie Redakteure festlegen, Sie können auch einen Freigabeprozess etablieren, Vier-Augen-Prinzip zum Beispiel bei der Veröffentlichung von Inhalten. Und natürlich muss auch irgendwie, ich sage mal, eine einheitliche Designsprache drin verwurzelt sein. Also die Content-Struktur spielt eine wichtige Rolle, dass eben ja alle auf einer Schriftart funken zum Beispiel, dass vielleicht auch der Aufbau von Artikeln immer ähnlich ist. Und das Ganze sollte frühzeitig festgelegt und verankert werden. Schauen wir auf die Rollenrechte. Einmal schaue ich so ein bisschen, was ist überhaupt meine Struktur im Unternehmen? Wer pflegt das? Vielleicht auch noch neben der internen Kommunikation. Gibt es hier einen IT-Admin? Dann haben wir den Kommunikationsadmin. Dann gibt es den normalen User. Dann gibt es vielleicht den Abteilungsleiter, die Abteilungsleiterin. Ja, also all diese Personen haben nicht nur im Unternehmen unterschiedliche Rollen, sondern dann vielleicht auch im Intranet und haben unterschiedliche Berechtigungen. Und Sie können in der Regel das sehr granular festlegen, wer hier was darf, wo es Vier-Augen-Prinzip gibt, wo nicht. Und kann man im Prinzip mit wenigen Klicks in so einer modernen Plattform einstellen, wer hat hier welche Möglichkeiten. Was man hier gleichzeitig macht, man gruppiert die Mitarbeitenden. Klassiker natürlich, wenn Sie mehrere Standorte haben, dass man die nach Standort gruppiert. Ja, und der Effekt, den das am Ende haben wird, ist, dass jeder natürlich nur die Nachrichten und die Inhalte erstmal prominent zugespielt bekommt, die ihn persönlich auch betreffen. Das macht auch Sinn langfristig für den Erfolg so einer Plattform, eben nicht analog zum Mitarbeiter im Magazin alles geballt zu bekommen, sondern zielgenau zu sehen, ich mache das auf, okay, alles, was ich hier lese, das betrifft mich auch in meinem Arbeitsumfeld oder bei meinen persönlichen Interessen. Auch hier kann ich frühzeitig einfach tätig werden. Und Standorte ist so der Klassiker. Ich kann natürlich auch noch viele andere Gruppen bilden, zum Beispiel Abteilungen und auch verschiedene Hierarchieebenen. Das bringt uns auch zum nächsten Punkt so ein bisschen mit in Richtung technische Anforderungen. Das heißt, es müsste weniger geprüft werden, wie es gehostet wird. In der Regel sind solche Lösungen alle in der Cloud mittlerweile. Das heißt, da wird die interne IT auch entlastet. Aber wie findet das Ganze denn bei uns in der Infrastruktur statt? Wo brauche ich vielleicht ein Single Sign-On? Ja, dass die Leute sich nicht regelmäßig in den verschiedenen Tools mit anmelden müssen. Und das ganz große Thema User-Verzeichnisse. Wo kommen denn meine Nutzer her? Wie kann ich die importieren? Kann ich die vielleicht schon auch direkt diesen Gruppen beim Import zuordnen? Ja, das geht als kleiner Teaser schon mal mitgegeben. Das wären wichtige Aspekte. Jetzt eher,
Also kann man sicherlich tiefer noch behandeln, ist heute so ein bisschen der Zeit geschuldet. Ich hoffe, dass es so für heute schon mal einen guten Überblick schafft. Wie gesagt, wir sind im Nachhinein auch gern noch erreichbar für tiefere Gespräche. So, jetzt habe ich das Ganze ausgerollt. Ist das jetzt ein Selbstläufer oder eher nicht? Würde ich erst mal sagen, nein, ist es nicht. Besonders am Anfang muss das Ganze stärker moderiert werden, ein bisschen ummalt werden und benötigt auch ein gewisses internes Marketing. Natürlich ist es irgendwann das Ziel, dass es ein Arbeitswerkzeug wird, dass jeder weiß, wenn ich eine Frage habe, gehe ich ins Intranet, benutze die Suche, poste die irgendwo rein. Ja, wir kriegen oft schon ganz zu Beginn die Frage, hey, wie oft sollen wir denn jetzt Blogbeiträge erstellen? Macht das einmal die Woche Sinn? Macht das alle 2 Wochen Sinn? Die Fragen brauchen Sie sich im Endeffekt nicht stellen. Ja, wichtig ist, dass man zu Beginn ein Moderationskonzept hat und weiß, okay, wann veröffentliche ich da was? Dann kann man sich auch einen Medienplan schaffen. Aber am Ende ist es ein Arbeitsplan. Die Informationen, die gibt es in der Regel schon im Unternehmen. Ich finde jetzt nur einen neuen Kanal, auf dem ich sie publizieren kann. Was Sie vorher an schwarzes Brett gehängt haben, was vorher in der E-Mail formuliert war, das gibt es nicht mehr, sondern das findet jetzt im Intranet statt. Und dann erledigt sich das auch mit, wann müssen wir was veröffentlichen, sondern es passiert dann einfach und es lebt natürlich auch von Inhalten, die meine User kreieren. Ja, also sogenannter User-Generated Content oder Employee-Generated Content und das ist ein super mächtiges Tool. Ehrlicherweise können wir das heute nicht ganz im Detail behandeln, aber wenn es dazu Rückfragen gibt, wir haben auch erst kürzlich dazu ein Webinar durchgeführt, ist wirklich sehr, sehr spannend, wie gehe ich denn damit um, dass jetzt hier auch jeder Inhalte posten darf. Das ist für manche ehrlicherweise auch zu Beginn erstmal ein Stirnrunzeln, muss es aber gar nicht sein. Kommen wir aber zurück zur Moderation und zum internen Marketing. Jetzt sind wir beim Go Live. Packe ich jetzt einfach so das in die Welt oder kann ich das vielleicht auch weiter ummalen? Und hier ist die Antwort, ja, ich möchte das sogar weiter ummalen. Wie kann ich mir denn jetzt meinen Go-Live-Termin gestalten? Ich kann zum Beispiel mit Gamification arbeiten. Das heißt, ich baue kleine spielerische Elemente ein. Das kann zum Beispiel ein Quiz sein. Dann können sich die Mitarbeitenden einen Namen für das Intranet ausdenken. Das ist häufig ein Punkt, der schon vorher passiert ist. Ich hatte es auch vorhin schon kurz angeteasert. Sie geben vielleicht eine Auswahl auch an verschiedenen Namen vor, während der Mitarbeitendenbefragung, wo Sie das Intranet schon prominent machen möchten. Und dann kann jeder daraus auswählen oder eigene Vorschläge einsenden. Und das Ganze kann man natürlich auch mit Gewinnspielen verbinden und da eine kleine Verlosung anberaumen. Und die dann natürlich auch, wenn es einmal live gegangen ist, hier kommunizieren, die Gewinner benennen, das Ganze ja nach außen tragen mit breiter Brust. Ich kann kleine Team-Challenges machen. Wer postet zuerst den Beitrag? Wer lädt als erstes ein Foto von seiner Lieblingstätigkeit hoch? Welches Team hat die meisten Anmeldungen am Go-Live-Tag? Ja, also gibt es ganz viele Möglichkeiten, kreativ zu werden, um eben auch ja, die Leute an Bord zu holen, dass eben auch jeder Lust hat. Und ich glaube, auf Challenges haben die meisten Leute Lust und wollen sich beweisen. Und das ist auf jeden Fall eine bessere Strategie, als wenn es so rüberkommt, als würden Sie nur, ich sage mal, ein neues Kommunikationsdiktat auferlegen. So, ihr müsst euch das jetzt runterladen und hier findet ab sofort die Kommunikation statt. Dieser Zwang ist immer erstmal nicht so gut. Ja, und so kann ich es eben spielerisch untermalen. Ich muss das Ganze auch messen. Schauen Sie auf Analyse-Tools, um eben auch auszuwerten, wie erfolgreich war denn jetzt mein Go-Live-Termin. Das machen wir auch. Und wir wissen zumindest, ja, wie viele User-Anmeldungen haben denn Unternehmen an Tag 1 oder in der ersten Woche. Und was die Erfahrung zeigt, ist, dass diejenigen oder die Unternehmen, die zu Beginn viel Engagement haben, dieses Engagement auch halten langfristig. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und das unterstreicht auch nochmal die Wichtigkeit dieses Go-Live-Termins. Also machen Sie da ruhig ein Event draus. Was man machen kann, ist ein Profilbild hochladen in den meisten modernen Social Intranets. Was wir häufig da gesehen haben, ist, dass es eine Fotoaktion gibt. Es gibt eine Fotoaktion, Fotoboxen vor Ort aufgestellt. Wir machen Fotos fürs Intranet. Das ist natürlich eine tolle Aktion für so einen Go-Live-Tag. Aber es ist jetzt in jüngster Vergangenheit natürlich auch etwas schwieriger geworden. Und wir hoffen aber natürlich ganz stark, dass sich das in Zukunft wieder bessert und sowas auch einfacher durchführbar ist. Moderation, wichtiger Punkt. Gewinnspiel, wichtiger Punkt.
Tippspiele zur EM und WM. Ja, auch das ist möglich und auch immer wieder ein richtiger Renner bei uns, kann ich schon mal sagen. Und auch das Thema Weihnachtskalender kann ich wunderbar umsetzen. Alle, die noch kein Social Internet haben, würde ich sagen, jetzt beeilen. Die Zeit ist dünn für den Weihnachtskalender, aber ansonsten wäre das nächstes Jahr plant, vielleicht auch eine gute Idee, das Ganze mit zu verknüpfen. Was ist nach dem Go-Live wichtig? Ich brauche Mitstreiter. Ich werde immer Mitarbeiter finden, die da besonders viel Lust drauf haben, die frühzeitig Inhalte teilen, kommentieren und liken werden, weil sie es einfach erfreut, ja, und weil man ja ehrlicherweise auch vielleicht gern gesehen werden möchte, sich auch gern als Experte vielleicht schon anbieten möchte oder als besonders IT-affin einfach mitreden will. Da werden Sie sicherlich welche ausfindig machen können. Binden Sie die ein, ja, geben Sie denen die Hand und sagen, hey, möchtest du nicht Botschafter oder Botschafterin bei uns werden? Das Ganze kann man auch wieder so weit ausbauen, wie man möchte. Ja, kleines Beispiel aus unserem eigenen Arbeitsumfeld. Wir haben auch Ambassadors, also diese Botschafter fürs Unternehmen, die eben häufig Inhalte teilen, sich da auch so ein Stück weit zu verpflichtet haben. Und dann gibt es eben da nochmal eine kleine Geschenkbox auch mit, um auch eine gewisse Identifizierung als eben Botschafter jetzt für das Unternehmen im Intranet zu haben. Das kann ein Hoodie sein, eine Mütze oder eine Karte. Werden Sie kreativ, aber das Ganze macht auf jeden Fall Sinn. Ganz wichtig, wenn ich das Intranet aufmache und eine Frage habe, dann möchte ich möglichst schnell eine Antwort finden. Das heißt, bieten Sie Schulungsmaßnahmen an, richten Sie ein Intranet-Helpdesk ein, eine Notrufnummer, wo die Leute anrufen können. Wenn Sie irgendwas nicht finden, nicht verstehen, nicht wissen, wo Sie draufklicken sollen, da macht es Sinn, frühzeitig alle Aktionen, diese Hilfe aktiv anzubieten, gegebenenfalls auch Screencasts vorher aufzunehmen, die die User durch diese Plattform durchführen. Dann hatten wir auch schon gesagt, dieses ganze neue Intranet, das muss an Tag 1 nicht 100% sein. Es kann sein, dass man sich erst einen Spitzenanwendungsfall anschaut und das Ganze dann weiter ausbaut. Und auch diesen Prozess können Sie nach außen kommunizieren und alle mit einbeziehen. Sagen, hey, liebe User, ihr habt jetzt das Tool kennengelernt. Ihr konntet jetzt eine Woche euch ausprobieren. Was ist euer Feedback? Und habt ihr vielleicht noch Wünsche? Gibt es Dinge, die wir noch umsetzen sollen? Also binden Sie da die Leute ein in die Entwicklung dieses Portals und auch in wichtige Entscheidungen. Und das führt natürlich dazu, dass jeder auch irgendwie merkt, hey, das ist ja wirklich, das ist ja ein Mitmachprojekt, das ist für mich. Ja, also es muss klar werden, dass Sie hier einen Mehrwert für die Mitarbeitenden schaffen wollen. Und auch das Letzte hatten wir schon gesagt, diese Go-Live-Kampagne und alles, was damit zusammenhängt, immer für alle Mitarbeitenden setzen, damit sich eben hier auch niemand ausgeschlossen fühlt. Und das waren schon die allergrößten und wichtigsten Punkte dazu, wie gehe ich denn jetzt ein solches Projekt erfolgreich an. Ich würde das noch durch einen weiteren Punkt ergänzen, nämlich für alle, die jetzt denken, puh, aber ganz schön viel, was Robert erzählt hat, da hängt ja doch einiges mehr dran. Ich weiß gar nicht, ob wir kulturell schon so weit aufgestellt sind, ob wir das schon wollen. Ja, oder ich habe vielleicht auch negatives Feedback aus den Reihen der Abteilungsleiterinnen oder Mitarbeitenden bekommen. Ich lasse es mal lieber. Das ist in der Regel eine schlechte Idee, denn viele Unternehmen machen es vor, nutzen das erfolgreich. Warum soll das nicht auch für andere Unternehmen zutreffen? Und ehrlicherweise, wer nicht auf diesen Zug aufspringt, hin zu einer offenen Unternehmenskultur, zu einer wertschätzenden Unternehmenskultur auch, das ist jetzt natürlich von mir eine sehr freche These, ja, aber schauen wir 15 Jahre in die Zukunft, die Anforderungen, die Mitarbeiter an Unternehmen stellen oder an Arbeitgeber stellen, die werden immer nur höher. Ja, ich glaube mittlerweile für viele ist es so, die können sich einen Arbeitgeber aussuchen und auf Arbeitgeberseite ist es so, es ist super schwer, Talente zu finden. Und wenn man dieses Thema jetzt noch viele Jahre ignoriert, dann stellt man sich eben in diesem Konkurrenzkampf nicht unbedingt besser auf. Aber hier können wir unterstützen, zumindest heute schon mal ein bisschen, im Nachgang gern auch intensiver. Was ganz spannend ist, für diejenigen, die sich die Frage stellen, soll ich jetzt erst das Tool einführen oder müssen wir vielleicht erst an unserer Kultur arbeiten? Sie werden relativ schnell vor die Herausforderung kommen, dass Sie ohne Tool nicht an der Kultur arbeiten können. Denn wie will ich es denn umsetzen? Ich kann nicht alles nur abstrakt durchdenken und diskutieren und antesten, sondern ich muss auch einfach mal machen.
ja, und den Leuten was hinwerfen. Und ich hatte es ganz zu Beginn schon mal gesagt, wenn ich Handlungsoptionen mitgebe, dann, jetzt habe ich leider die Studie nicht ganz parat, ja, aber kann ich gerne nachliefern. Es zeigt sich, dass das Verhalten von Menschen durch diese Handlungsoptionen stärker beeinflusst wird als durch Werte und Überzeugung. Also wer jetzt vorher sagt, nee, auf offene Kommunikation lege ich keinen Wert, das ist so gar nicht meins, App mag ich auch nicht, der hat erstmal diese Werte und diese Überzeugung. Wenn er oder sie aber diese Handlungsoptionen neu bekommt und dann merkt, ist ja doch cool, dann überwiegt das in der Regel. Wir sehen das auf der linken Seite noch ein bisschen detaillierter. Und da würde ich so ein bisschen auf den zweiten Punkt schielen, nämlich Seeing is believing. Sie werden auch bei Mitarbeiterbefragungen feststellen, dass es bestimmte Gruppen gibt, die können Sie vorher nicht überzeugen. Die überzeugen Sie erst, wenn das Tool schon da ist. Oder anders gesagt, es gibt Leute, die testen das nicht aus, die probieren das nicht, bevor es nicht jemand anders erfolgreich gemacht hat. Das ist einfach so. Da schauen wir uns gleich auf der nächsten Folie auch noch mal eine ganz spannende Skala dazu an, die im Prinzip für alle Change-Projekte auch gültig ist. Was hier eine ganz große Rolle spielt, ist, die Führungskräfte sollten natürlich mit an Bord sein und das wird die Aufgabe sein, der Interkommunikation hier einfach die Brücke zu bilden zu den Mitarbeitenden und auch die Führungskräfte zu schulen in dieser neuen Art der Kommunikation. Und als letzter Punkt vielleicht noch: Geben Sie den Ganzen etwas Zeit. Ja, also es wird vielleicht nicht nach der ersten Woche so sein, und man überschätzt häufig, was nach einer Woche möglich ist. Man unterschätzt aber häufig auch, was nach 6 Monaten möglich ist. Und auch da haben wir schon Feedback bekommen von einer großen Diakonie zum Beispiel in Deutschland, die uns mitgeteilt haben, nach einem halben, dreiviertel Jahr der Nutzung, auf einmal hat der Vorstand Videos gedreht, das Ganze rauspubliziert und die uns auch gesagt haben, das war vorher nicht denkbar. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Learning. Und für alle, die ich jetzt mit diesen weichen Faktoren, mit meiner romantischen Art vielleicht nicht überzeugen konnte, da schauen wir einmal auf die rechte Seite. Es gibt einfach ein paar Vorteile, die liegen auf der Hand, wenn man noch gar kein Tool hat und aber eins argumentieren muss. Uns erreichen viele Mails, die sind für uns nicht relevant. Wir müssen Informationen suchen. Wir verbringen extrem viel Zeit damit. Wir müssen irgendwas ans schwarze Brett hängen. Gerade wenn es besonders viele Updates auch gibt. Jetzt bleibe ich mal beim Corona-Thema. Heute 3G, morgen 2G, Maskenpflicht, ja, nein. Also diese Abfolge, diese Frequenz an neuen Informationen, die hat sich extrem gesteigert. Wenn Sie das jetzt alles mit Ausdrucken regeln müssten und zum schwarzen Brett laufen, dann sind es Punkte, die kosten Sie bares Geld. Also einfach, wenn ich diese Zeit mal hochrechne, und meinen Stundenlohn dagegen setze und das Ganze dann wiederum hochskaliere, dann hat man auch oft so eine Lösung schon bezahlt. Also das ist vielleicht auch ganz, ganz wichtig, auch falls Sie das in Richtung Geschäftsleitung kommunizieren müssen. Die Unternehmen, die das einsetzen, die machen das nicht zum Spaß, sondern weil es einfach eine sinnvolle Kosten-Nutzen-Rechnung ist. Schauen wir ganz kurz nochmal hierhin. Einfach weil ich es ein ganz tolles Learning finde, diese Ansicht, die ist ehrlicherweise geliehen von einem großen Speaker, Simon Sinek, den vielleicht auch einige kennen, der ja gesagt hat, in Kulturprojekten, da stehen Sie immer vor bestimmten Mitarbeitergruppen. Sie werden feststellen, es gibt Vorreiter, das sind zum Beispiel Sie, die heute zuhören. Es gibt Early Adopters, das sind all die Mitarbeiter, die sagen, hey, neues Internet, neue App, lade ich mir runter, habe ich ja mega Bock. Dann gibt es so positive Zweifler, die haben sie auch relativ schnell an Bord geholt. Die sagen, ja, kann ich denn da auch, keine Ahnung, den Menüplan einsehen? Und wenn sie sagen, ja, dann haben sie die meistens schon mit dabei. Also ganz schnell hat man diese 50% schon mit im Boot und die machen den Projekterfolg aus. Das ist ein ganz wichtiges Learning. Nicht die 100%, sondern die 50% machen den Projekterfolg aus. Und all die, die am Anfang sagen, ich will das nicht, ich mache das nicht, ich lade mir das nicht runter, die müssen Sie, wenn Sie jetzt engagiert davor stehen, so ein Projekt starten zu wollen, müssen Sie erstmal ignorieren. Denn die kommen erst an Bord, wenn das Ganze schon da ist und wenn jemand anders das erfolgreich getestet hat. Sie müssen das nicht allein machen. Es gibt Unterstützung da draußen. Erfahrung von Internetanbietern, Partneragenturen, Digitalagenturen, die sich diesem ganzen Projekt auch ganzheitlich widmen können, wo es nicht nur um Toolauswahl geht, sondern auch um Culture Change, um langfristige Betreuung etc. Da haben wir ja heute auch einen ganz tollen Internetanbieter an Bord und auch einen ganz tollen Partner an Bord. Und es gibt natürlich auch kostenfreie Veranstaltungsreihen, wie wir es heute erleben,
Ich habe jetzt hier ein Beispiel von der School for Communication and Management mitgenommen, aber eben auch auf Xing oder ganz vielen anderen Formaten gibt es da Möglichkeiten, sich einfach kostenfrei zu informieren und solchen Panel-Diskussionen einfach mal beizuwohnen oder auch zu schauen, wie machen es denn andere Unternehmen, die da auch sehr, sehr häufig ihre eigenen Projekte präsentieren. Von daher holen sich die Unterstützung ein, sofern benötigt, dann sind sie gut aufgestellt und wenn Sie jetzt noch Ansprechpartner benötigen, dann hier noch einmal unsere Kontaktdaten auch eingeblendet. Ich glaube, wie gesagt, wir schicken das Ganze auch mal raus im Nachgang, können Sie das alles nochmal nachprüfen. Und jetzt bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören und würde sagen, Nico, wir freuen uns auf die Fragen, die gegebenenfalls eingegangen sind. So, vielen lieben Dank, Robert, für die vielen Tipps. Und waren viele spannende Sachen dabei. Lediglich beim Weihnachtskalender wird es schwierig, den dieses Jahr noch unterzukriegen in der Tat. Aber man macht ja nicht nur Dinge für dieses Jahr, sondern auch für die kommenden Jahre. Ein Intranet soll ja auch langfristig eingeführt werden und langfristig wirklich das Unternehmen erfolgreich auch unterstützen. Sie können jetzt jederzeit auch gerne Fragen einstellen, so wie ich es gezeigt habe. Rechts haben Sie da so einen Bereich Fragen. Die kommt dann bei mir an. Ich habe gleich mal eine Frage, Robert, ich habe früher auch schon viele Intranet-Systeme umgesetzt, noch mit ganz klassischen Systemen, die man so klassischen CMS-Systemen, hat man das früher auch immer gemacht, Typo 3 und Co., was denke ich mal alle kennen. Das habe ich jetzt heutzutage gar nicht mehr so wahrgenommen, dass diese Systeme noch genutzt werden. Sie werden zwar ab und zu mal noch von Unternehmen auch angefragt, hier können wir das Intranet mit Typo 3 machen, nur meist ist das, glaube ich, keine so gute Idee. Warum? Ist das, sind die alten CMS-Systeme, nennen wir sie mal alt, die sind ja für Webkommunikation gut, die sind ja, das haben einen anderen Fokus. Aber warum glaubst du, sind die Social Intranets einfach da besser geeignet? Ja, tatsächlich begegnen wir sehr, sehr häufig CMS-Systemen. Also sie werden bei uns nicht mehr angefragt, sie werden in der Regel ersetzt. Das kann ich vielleicht schon mal vorweggeben. Wir müssen vielleicht das ein bisschen einschränken auf die Unternehmensgröße. Eine Lösung wie Koyo, ein Standardprodukt, eine Out-of-the-Box, Social Intranet, gibt es ja neben uns auch noch ein paar mehr, sprechen in der Regel Unternehmen an, ich sage mal ab 100, 150 Mitarbeitende, manche Anbieter erst ab 300 Mitarbeitenden etc. Ja, also wenn Sie 20 Leute im Unternehmen sind, dann kommen Sie wahrscheinlich mit dem CMS, mit dem Chat, mit dem Telefon oder mit dem Flurfunk auch relativ gut zurecht, aber sobald diese Unternehmensstruktur ein bisschen komplizierter wird, sobald wir über mehrere Standorte sprechen, dann wird es schon relativ schwierig, das zu machen. Warum wird es schwierig? Einmal haben Sie eine ganz große Schwäche, mittlerweile müssen wir Schwäche sagen, des mangelnden Austauschs. Also mit einem CMS kann ich in der Regel natürlich Inhalte einstellen, aber da endet dann häufig auch der Anwendungsfall. Und wir haben am Anfang heute gesehen, die Leute wollen sich mitteilen, wir wollen eine Feedback-Kultur, wir wollen die Kommunikation öffnen. Da finde ich in dem CMS einfach nicht den besten Rahmen vorgegeben. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist bei der Weiterentwicklung. Wir haben jetzt vor x Jahren ein CMS installiert. Und in der Regel, bei den Unternehmen, mit denen wir sprechen, hat das auch noch den genau selben Stand wie vor x Jahren. Und da ist nichts passiert. Das heißt, das ganze Thema Support, Updates, neue Funktionen, da werden Sie immer irgendwann dem Markt hinterherlaufen. Ob das jetzt schon so ist oder erst in der Zukunft, weil man jetzt vielleicht schon super aufgestellt ist mit einem sehr, sehr guten CMS, das stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. In der Regel ist es aber nicht so. Und bei Unternehmen, die wirklich auch nichts anderes machen, also bei uns sind es knapp 300 Leute, die nichts anderes machen, als ein Social Intranet zu gestalten, die werden beim Funktionskatalog, bei neuen Features, bei Weiterentwicklung immer einen Schritt weiter sein. Das ist einfach so. Gleichzeitig werden Sie merken, dass Ihre interne IT gewinnbringendere Tätigkeiten durchführen kann, als das eigene CMS zu administrieren. Das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, warum das mittlerweile häufig ausgelagert wird an Cloud-Lösungen, an Standardanbieter, weil die ganze Betreuung, Updates etc., das wird alles durch uns bzw. durch den jeweiligen Anbieter erledigt und Ihre Mitarbeiter können sich damit beschäftigen, was Ihrem Unternehmen Geld einbringt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Okay, Dankeschön dafür. Noch eine spannende Frage, die jetzt gerade reinkam. Ab welcher Größe lohnt sich denn überhaupt ein Intranet? Ich meine, wenn man zu dritt ist, braucht man wahrscheinlich kein Intranet, weil da reicht dann der Chat für die Neuigkeiten und man unterhält sich ja auch mal noch. Aber wann würdest du sagen, wann könnte man sich damit beschäftigen, ein Intranet einzuführen?
Ja, wir haben ehrlicherweise, wir haben Kundensegmente, die aus verschiedenen Befragungen, Marktanalysen etc. entstanden sind. Da sprechen wir von ungefähr 150 Personen. Jetzt ist es immer schwierig, so eine Zahl einfach in den Raum zu werfen, weil wir haben auch Kunden mit 50 Mitarbeitenden mit dabei oder mit 80 oder mit 100 Mitarbeitenden mit dabei. Und auch für die macht es Sinn, ganz einfach, weil deren Struktur das hergibt, weil sie vielleicht sehr heterogen arbeiten, weil sie vielleicht viele Informationen haben, weil vielleicht viele Leute auch unterwegs sind und schwierigen Zugang zu Informationen finden. Da muss man dann so ein bisschen in die Detailanalyse gehen. Aber du hast natürlich recht, wenn ich zu dritt bin, dann ist es in der Regel zu teuer. Es ist kein teures Tool, es ist eine sehr günstige Software im Vergleich, das muss man wirklich sagen. Aber zu dritt, dann reicht auch die zentrale Dateiablage wahrscheinlich ganz gut aus und das Telefon oder die Chatgruppe oder ähnliches. Und dann würde ich das wahrscheinlich aussparen. Genau die Frage, wie stark wird oder muss die IT bei der Implementierung von zum Beispiel Koyo einbezogen werden, gerade auch in Bezug auf die spätere Pflege von Updates etc. Gute Frage. Ganz kleine Ergänzung noch zu der Frage davor. Nach oben ist ja Unternehmensgröße keine Grenze gesetzt. Das ist vielleicht auch spannend. Also alle, die heute zuhören, die mehr als 100.000 Mitarbeitende haben, das ist überhaupt kein Problem. Im Prinzip ist auch 1 Million kein Thema. Diese Plattformen sind in der Regel komplett skalierbar. Zur IT und den Ressourcen, die aufgewendet werden müssen. Ich will nicht sagen, die sind bei Null. Das würde nicht ganz stimmen. Die IT spielt eine Rolle in der Evaluierung, um zu schauen, wie passt das Ganze in unsere Infrastruktur rein? Wie soll auch die Toolstrategie ablaufen? Wo müsste es ein Single Sign-On zum Beispiel geben? Und wie kommen die User ins System? Das spielt eine Rolle. Ja, also häufig sind unsere Berührungspunkte dann mit der IT zu sagen, wie binden wir das Active Directory an? Können wir CSV-Import machen? Also wie kriege ich meine mitarbeitenden Daten in das System rein? Und ehrlicherweise, das war's. Also wir sagen von uns, Kuvio ist kein IT-Projekt, es ist ein Kommunikationsprojekt. Und wir entlassen die IT komplett, weil de facto es keine Support, Administration oder ähnliche Aufwände gibt. Das läuft alles durch uns. Dafür ist es eine Cloud-Lösung. Wir spielen die Updates automatisch ein, außerhalb der Geschäftszeiten. Brauchen sich um nichts kümmern, kriegen Sie wahrscheinlich gar nicht mit, außer dadurch, dass wir proaktiv über neue Funktionen natürlich berichten. Ja, aber ansonsten keine Kapazitätsaufwendung seitens Ihrer IT in der Regel oder sehr kleine. Jetzt kam sogar eine Frage an mich. Wo haben Sie denn das schöne Weihnachtsmännchen hinter mir her, was ich da habe? Das haben meine Töchter gebastelt aus lauter Blumentöpfen und angemalt. Genau. Bin ich auch ganz stolz drauf. Gefällt mir auch sehr gut. Dankeschön. Das gebe ich gerne weiter. Cool. Dann habe ich noch eine Frage, was ich selber auch erlebt habe, so schon vor 15 Jahren, wo man Internets gemacht hat, oder 20 Jahren, kam immer wieder, als man auch angefangen hat zu kommentieren, also kleine Blogs im Internet hatte schon. Da haben Unternehmen häufig Angst gehabt, weil wenn kommentiert wird, dann wird vielleicht irgendwas Blödes kommentiert. Und da hatten viele Unternehmen Angst und haben deswegen so einen Kommentar gar nicht aktiviert oder nur nach Freischaltung die Kommentare gemacht. Und diese Angst gibt es natürlich heute immer noch und die gerade mit Tools wie Social Intranet Tools, die leben ja von der Teilhabe. Ist ja nicht nur, ich schreibe mal eine News und alle sagen toll, sondern ist ja genau das Kollaborative. Was würdest du Leuten mit auf den Weg geben, die da Angst haben? Die sagen, ja, Mensch, die Geschäftsführung sagt, wir wollen das lieber nicht, wollen vorsichtig sein, nicht, dass wir nachher einen internen Shitstorm auslösen. Also Angst ist ja zum Glück in der Regel irrational. Das heißt, da gibt es keine logische Begründung für. Wir kriegen die Frage, also ich kriege die Frage fast in jedem Gespräch oder von jedem Interessenten gestellt, würde ich jetzt erstmal behaupten. Also bestimmt von 95%. Und in unserem Kundenkreis gibt es, glaube genau 0%, die diese Beschwerden dann in der Praxis irgendwann mal erlebt haben. Ja, also jeder ist mit seinem Klarnamen im Internet, mit seinem Profil vertreten. Also wer da seinen Job durch Shitstorms oder ähnliches riskieren möchte oder zumindest seinen Stand oder seinen Status oder sein Ansehen, ich glaube, das sind die aller wenigsten. Wir haben das wirklich noch nicht bis dato erlebt oder das Feedback bekommen, dass das passiert wäre. Es gibt möglicherweise Inhalte, bei denen Sie sagen, da will ich einfach keine Kommentare und dann können Sie es einstellen. Das ist grundsätzlich kein Thema. Sie können es auch komplett deaktivieren, es geht schon.
Würden wir jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber es würde funktionieren. Und was vielleicht auch noch ein doppelter Boden ist, natürlich können Intranet-Admins, also eine kleine Gruppe, auch fremde Inhalte löschen. Also wenn Sie wirklich mal einen unangebrachten Inhalt finden sollten, können Sie den auch entfernen. Aber normalerweise kontrollieren sich die User da gegenseitig richtig, richtig gut. Und jeder kann auch Inhalte melden. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. In der Regel, aber ehrlicherweise, kommt in der Praxis nicht so oft vor. Oder wenn überhaupt. Ja, das habe ich in der Tat auch viel häufiger gehört, die Angst, dass es tatsächlich irgendwas war. Ich erinnere mich an gar nichts. Ich erinnere mich an etwas, das sage ich aber lieber nicht. Und das, was ich so mitbekommen habe, und das war außerhalb des Intranet-Kontextes, hat jemand einen großen Verteiler bedient. Und das sollte man dann auch nicht unbedingt machen, das ganze Unternehmen mit etwas beglücken. Ja, wir sind jetzt auch schon am Ende angelangt, lieber Robert. Was möchtest du den Zuhörern vielleicht noch am Schluss mit auf den Weg geben, wenn die sagen, Social Internet finde ich spannend? Was würdest du mit auf den Weg geben abschließend? Ja, anrufen, E-Mail schreiben. Also wer das ganze Thema spannend findet, der kann natürlich jederzeit gern mit mir oder mit Nico in Kontakt treten. Ich gebe hier auch einmal nochmal die Kontaktdaten frei. Ich hoffe, es ist rübergekommen. Wir bringen die eine oder andere Erfahrung mit. Also zu den ganzen Themenbereichen, die wir angekratzt haben heute, gibt es noch viel, viel mehr Informationen. Wer da gern mal einen Einblick erleben möchte, ich glaube, der ist bei uns beiden ganz gut aufgehoben. Das nochmal als Gesprächsangebot. Und wer noch zweifelt, den können wir sagen, auch anrufen, E-Mail schreiben. Dann nehmen wir den Zweifel an und schauen einmal, ob es nicht vielleicht doch sinnvoll ist, sich damit mal stärker auseinanderzusetzen. Ja, und wir werden im Nachgang noch eine E-Mail schicken an alle Teilnehmenden mit nochmal ein paar weiterführenden Infos. Und dass, wenn jemand nochmal Fragen hat, kann sich jederzeit an den Robert gerne wenden oder auch an mich. Und man jetzt die Frage auch, warum ich am Anfang geklärt habe, warum stellst du es heute vor? Ich glaube, wir haben es heute gelernt. Der Robert kennt sich wirklich sehr, sehr gut aus bei dem Intranet. Wir haben auch gelernt, das Einführen eines Intranets ist kein Technologiethema, es ist ein kulturelles, es ist ein Thema, wo man sich sehr in die ganzen Mitarbeiter eindenken muss, was sind deren Wünsche, wie holen wir die ab, wie sorgen wir dafür, dass die auch mit dabei sind. Und die Technologie ist etwas, was das Ganze ermöglicht, aber was nicht das Hauptprojekt darstellen sollte. Und das hast du, glaube ich, heute sehr, sehr gut rübergebracht, lieber Robert. Vielen, vielen Dank. Und danke, darum möchte ich mich auch vielfach bedanken an allen Teilnehmenden. Wie gesagt, im Laufe der Woche, vermutlich morgen, bekommst du auch eine E-Mail von unserer Seite. Dann wünsche ich noch einen guten Mittag und bis bald. Tschüss. Genau. Vielen Dank an alle. Tschüss.